Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Ich grüße euch herzlich. Sehr herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße ganz herzlich die Zuschauer von 1 Festival und natürlich euch, die Zuhörer von 1 Live. Das WDR Fernsehen wird sich circa 15 Minuten später einschalten. Also erstmal sind wir hier unter uns. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben wie immer eine Freithemennacht heute am Mittwoch. Und das heißt ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch bei mir. Ich würde gerne unter anderem, wenn ihr das auch möchtet, würde ich gerne mit euch über den Auftritt heute von Natascha Kampusch im Fernsehen mich unterhalten. Heute hat sie ihr erstes Interview gegeben und ich habe es gesehen. Ich habe wie gebannt vor dem Fernseher gesessen und würde gerne mit euch darüber sprechen, wie ihr das alles so empfunden habt. 0800 220 5050, die Telefonnummer, unsere kostenfreie Nummer, oder mailt uns ganz einfach unter domian@wdr.de, und wenn ihr mailt, bitte unbedingt die Telefonnummer draufschreiben. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Anne und Anne ist 42 Jahre alt. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr, bin natürlich aufgeregt. Das macht gar nichts. Ja. Um was geht's denn? Also es geht darum, dass ich sehr schlimmen Liebeskummer habe mit meinen 42 Jahren. Ja, was heißt mit deinen 42 Jahren? Davor ist man nie sicher. Das ist richtig. Bis ins hohe Alter nicht. Das ist richtig, aber wird einem schon von der Umgebung öfter mal so an den Kopf geworfen. Du, ehrlich? Bist, ja. Erzähl mal die Hintergründe, was los ist. Also es geht darum, dass ich seit 3,5 Jahren einen Mann liebe, der ist allerdings noch liiert. Mhm. Er ist also nicht verheiratet und hat keine Kinder, aber er hat eine Partnerin. Wie lange ist er mit der Partnerin schon zusammen? Das sind dann jetzt insgesamt, glaube ich, 7 Jahre. Ja. Ja. Mhm. Und wir haben uns über so eine Flirtline kennengelernt, auf die wir beide gegangen sind, irgendwie aus ein bisschen Einsamkeit und Langeweile und Neugierde, ich weiß nicht. Und wir haben erstmal ganz viel miteinander geredet. Das war eigentlich von beiden jetzt nicht so eine Angraberei. Also es waren sehr schöne Gespräche und wir fanden uns sehr nett. Und das hat sich halt über die Zeit entwickelt. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, Butter bei die Fische, und bin mal dorthin gefahren, wo er arbeitet. Das hat er allerdings auch geahnt. Also er hat mir das ja auch gesagt. Ja. Und das ist ein öffentliches Geschäft. Also das hat er, glaube ich, auch ein bisschen... Ja. Und dann hast du ihn zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Und warst du enttäuscht oder? Nee, du warst schon froh. Ich war froh und ich habe, wir hatten uns vorher schon so lange unterhalten, dass da schon so eine tiefe Sympathie da war, dass mir das Aussehen eigentlich auch eher sekundär war. Also vielleicht wären wir im normalen Leben aneinander vorbeigelaufen, das weiß ich. Wie weit wohnt ihr auseinander? Also mittlerweile wohnen wir nur noch 200 Kilometer auseinander. Nur noch, na gut, nur das noch. Ist auch immer noch sehr viel. Wie oft seht ihr euch denn? Das war unterschiedlich in der ganzen Zeit. Also es gab mal eine Zeit, wo er arbeitslos war, da haben wir uns ziemlich oft gesehen, also so 2-3 Mal die Woche. Ich habe vorher 400 Kilometer weit weg gewohnt, ich bin dann quasi so in die Mitte gezogen. Das wollte ich ohnehin, aber als ich ihn dann kannte, habe ich gedacht, das passt ja gut von der Richtung her. Und er wollte eigentlich auch zu mir kommen und hat mich da auch ein bisschen bestätigt in diesem Umzug. Ja. So, wo liegt jetzt der Liebeskummer? Der Liebeskummer liegt darin, dass also das jetzt eben schon so lange geht. Er mir immer wieder sagt, er liebt mich und er möchte mit mir sein. Und mir immer wieder auch wirklich ganz konkrete Daten nennt, dann und dann komme ich. Und das ist jetzt, ich habe schon aufgehört zu zählen. Also was heißt dann komme ich? Endgültig? Genau. Endgültig zu dir, sagt er. Genau. Ja. Und das hält er aber nie ein? Nee. Er vertröstet dich immer irgendwie und hat Ausreden. Ja. Wie sehen die Ausreden aus? Also ganz am Anfang war sehr im Vordergrund die Sorge um seine Partnerin. Dass er die immer als sehr labil dargestellt hat und er fühlt sich verantwortlich für sie und
sie hätte ihm gesagt, sie wüsste gar nicht, wo sie wäre, wenn er nicht wäre und so Zeugs halt. Und da haben wir lange Diskussionen drüber geführt, weil ich das halt für Erpressung halte. Weiß sie denn mittlerweile, dass du da bist? Also letztes Jahr hat es mal kurzfristig geknallt. Da war auch mal so ein Ding, dass er sich trennen wollte, eigentlich von ihr, weil ich hatte ihm da mal dann doch ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt, obwohl mir das schwer gefallen ist. Und dann wollte er sich auch trennen zu einem konkreten Tag und ich war auch schon furchtbar aufgeregt, war auch in Sorge, ne, weil ich auch so mit mir Sorgen gemacht habe, auch dann noch um die Frau. Also Und da ist es rausgekommen? Da ist es rausgekommen, aber er hat sich von mir getrennt. Aber ist zumindest kurzfristig. Kurzfristig, aber zumindest hat sie da von mir erfahren und hat auch kurz mit mir gesprochen, weil ich das wollte. Und was hat sie gesagt? Nicht viel. Also ich habe gesagt, da hat er uns ja wohl beide an der Nase rumgeführt. Ich war natürlich auch total verzweifelt in dem Moment. Und dann habe ich gesagt, wie soll das denn nun weitergehen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich muss da jetzt das jetzt auch erstmal verdauen. Und das war's. Mehr habe ich mit der. Und die ist auch nicht, also ich hatte da nochmal gesimst, aber die ist nie auf mich zugekommen. Finde ich auch ganz gut. Das ist nicht eine Sache, die ihr beiden bereinigen müsst, sondern die er mit ihr bereinigen muss, was da los ist. Was ist denn seine aktuelle Ausrede? Also seine aktuelle Ausrede, wobei da glaube ich, das ist nun tatsächlich keine Ausrede. Wir sind beide finanziell durch dieses Arrangement, wie ich mal sagen, sehr am Boden, weil wir sehr viel SMS-Kontakte haben und über Handy und so weiter. Also zumindest meine Rechnungen sind immens und das ist bei ihm ähnlich. Ja, aber das wäre ja gerade ein Grund zu sagen, okay, komm, jetzt kommen wir ganz zusammen. Ja, natürlich, aber das das hat uns beide ziemlich, nicht ganz gänzlich ruiniert, aber ziemlich handlungsunfähig gemacht, also auch auf anderen Gebieten. Und deshalb sagt er, ich kann mit dir nicht zusammenkommen, weil ich im Moment keine Kohle habe, oder wie? Ja, pass auf, ich erzähle das so lustig, aber ich bin todtraurig. Ich bin natürlich jetzt auch ein bisschen aufgeregt, aber in den letzten Tagen, deswegen rufe ich an, es ist Folgendes passiert. Er hat mir gesagt, also ich habe mir das jetzt mal durchgerechnet und ich bin so etwa in 7-8 Wochen so weit, dass ich mir da eine Wohnung nehmen kann, dass ich das beenden kann und dann auch ausziehen kann. Und hat mir das quasi so als Perspektive genannt, weil ich ihm gesagt habe, ich weiß nicht mehr, wie das weitergehen soll. Was heißt das? Er hat eine Wohnung bei dir in der Gegend? Nee, er hat gesagt, ich bin dann finanziell so weit wieder bei Potte, dass ich mir eine Wohnung leisten kann überhaupt. Ne? Also er hat nicht so ein hohes Gehalt. Also er zögert es wieder hinaus. Er sagt, in ein paar Monaten habe ich so viel Geld, um eine Wohnung... In ein paar Wochen habe ich so viel Geld, um mir eine Wohnung zu leisten, dort, wo er jetzt wohnt. Genau. Aber der Knüller kam danach. Er sagte nämlich, er hatte sich das so überlegt, weil es wäre so eskaliert in der letzten Zeit und so würde das nicht weitergehen. Ja. Er müsste da jetzt klar Schiff machen und will jetzt auch, er will mit mir leben und er will das alles nicht mehr und so weiter. Was war der Knüller? Der Knüller war, dass er mir dann in der Nacht von Freitag auf Samstag gesagt hat, dass ich wollte immer mal mit ihm in Urlaub fahren. Das ging natürlich nicht. Gar nichts ging in der Zeit, das ist ja klar. Also was war der Knüller? Der Knüller war, er ist jetzt mit ihr in Urlaub gefahren. Und hat mir so das... Pass mal auf, jetzt hast du mir so viele Minuten das erzählt. Ja. Du bist 3 Jahre mit dem Typ zusammen. Der Typ ist wie alt? Der ist 38. 38. Das ist mir sonnenklar, dass der sich nicht entscheiden kann. Dass der beide Frauen genießt. Dass er von beiden Frauen einen Vorteil hat. Dass er keinen Arsch in der Hose hat, sage ich dir. Ja, das habe ich ihm auch schon dass gesagt. Er keinen Rückgrat hat. Dass er tut das seiner jetzigen Freundin an und er tut es dir an. Und nach 3 Jahren gibt es keinen Grund der Welt mehr, wo man sagen könnte, naja, das muss noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen. Der ist zu feige. Ist definitiv zu feige. Und das ist wirklich die Frage, wie lange macht man sowas mit? Eigentlich machst du schon zu lange mit, finde ich. Ich weiß, also ich frage mich das auch selbst immer wieder, weil ich bin ja nun auch nicht mehr so jung. Also ich habe ja auch schon einiges erlebt und auch Trennungen, also wo ich mich getrennt habe oder auch wo ich verlassen wurde. Also habe ich alles schon durch und das war immer schlimm. Aber bei ihm ist es so, dass ich mich ihm so verbunden fühle. Also ich habe noch nie so eine, das klingt vielleicht jetzt nach dem, was ich erzählt habe, ein bisschen komisch, aber ich habe noch nie so eine innere Verbundenheit zu einem Mann gefühlt. Und ich liebe ihn sehr, aber... Dennoch kann man ja nicht so auf Dauer so ein Molly mit sich machen lassen.
da verliert man ja auch den Respekt vor dem anderen. Ich würde an deiner Stelle allmählich Respekt vor ihm verlieren. Denn was er da macht, ist nicht in Ordnung. Da gibt es gar keine Ausrede. Nee, das ist richtig. Da gibt es gar keine Ausrede. Nee, es gibt keine Ausrede. So, und ich finde, es ist völlig legitim, wenn du es schaffen würdest, ernsthaft ihm dieses so klar zu machen, dass das wirklich nicht mehr so geht und auch mit der Trennung drohen würdest. Hm. Weil sonst macht er das nur ewig mit dir weiter. Oder die andere schmeißt es hin. Ja. Er hat das ja jetzt quasi gelernt in den letzten Jahren. Ich kann das mit den beiden Frauen so machen. Ja, ich frage mich nur, wo das in der Lustgewinn liegt, weil wir haben nur Stress miteinander. Ja. Also seit einem Jahr ist da nur Stress. Also. Ja, gut, da kann man jetzt nicht so hintergucken. Ja. Offensichtlich ist da auch noch eine Abhängigkeit oder irgendeine. Mhm. Es ist vielleicht praktisch für ihn, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich finde, dass du ganz klar die Grenzen aufzeigen solltest. Du hast die Grenzen bisher nicht richtig aufgezeigt. Nee, das stimmt, ja. Und dann gibt es auch gar nichts mehr zu diskutieren. Wenn der merkt, dass du es ernst meinst, vielleicht kriegt er dann wirklich seinen Hintern hoch. Mhm. Liebe Anne, ja. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Und zieh das durch. Ja, ich versuche es. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke, tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch jetzt. Es hat sich bei uns auch gemeldet der Stefan und Stefan ist 26 Jahre alt. Hallo Stefan. Hi Jürgen. Hallo Stefan, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass meine Freundin gestern bei mir ausgezogen ist. Nach wie vielen Jahren? Zusammen gewohnt haben wir jetzt so ein Jahr. Ja. Es kam damals ein bisschen plötzlich. Sie wollte sowieso eine andere Wohnung haben nach einem halben Jahr. Also wir waren ein halbes Jahr zusammen. Mhm. Und dann haben wir überlegt, ja komm, finanziell ist doch das Beste, wenn wir jetzt einfach mal zusammenziehen. Entweder klappt es oder klappt nicht. Mhm. Aber keiner hat irgendwie einen Nachteil dadurch. Sie konnte einen Teil ihrer Möbel halt bei ihren Eltern unterstellen. Und so waren wir eigentlich immer auf der sicheren Seite. Weswegen ist sie ausgezogen? Sie ist aus vielen verschiedenen Gründen ausgezogen. Einer davon ist der, warum ich anrufe. Und zwar habe ich ihr nach vielen Diskussionen und allem gestehen müssen, ich finde sie nicht sexy. Oh. Das ist aber nichts gegen sie, muss ich dazu sagen. gegen wen oder was sonst? Ich kenne dieses Gefühl nicht, jemand ist sexy. Ach so. Ich bin mit meinen Kollegen unterwegs und alle vier pfeifen einer Frau hinterher und sagen, boah, sieht die geil aus. Ja. Und ich stehe daneben und denke mir, hm. Wie, du hast das noch nie das Gefühl gehabt? Nee. Niemals, dass du eine Frau richtig scharf findest? Nee. Also jetzt auch nicht beim Mann, falls du darauf hinaus willst. Darauf wollte ich gerade hinaus. Nee. Stehst du vielleicht auf Typen? Nein, nee. Auch nicht. Es ist einfach... Was erregt dich denn? Wenn du, reden wir gleich ganz offen. Wenn du, ja. wenn du onanierst, ja. An was denkst du? An Frauen beim Sex. Pass auf, ich habe folgende Vermutung. Ich habe überhaupt kein Gesichtergedächtnis und ja. Ich kann auch Gesichter überhaupt nicht beschreiben. Ja. Ich weiß eine Szene aus der Grundschule, wir sollten ein Gesicht beschreiben in der zweiten Klasse oder so. Ich habe geschrieben, er hat kurze schwarze Haare. Mhm. Ich konnte nicht sagen, hat er eine große Nase, eine kleine Nase, sind die Augen weit auseinander, wie sind die Lippen, irgendwas. Ich habe dafür einfach keinen Blick. Okay, Gesichter, aber dennoch guckt man ja auf die Figur, auf die ja. Beine, auf ja. den Po, auf, ja. die, auf die Brüste. Ja. Guckst du nicht? Doch, guck ich, aber... Gibt es da nicht graduelle Unterschiede, dass du so einen Po attraktiver findest als einen anderen Po? Nee. Nee? Ein Po sieht für mich aus wie ein Po. Und ich sehe auch nicht, wenn sie zum Beispiel 5 Kilo zugenommen hat, 5 Kilo abgenommen hat. Alle Leute sprechen sie drauf an und sie fragt mich, sag mal, fällt dir das denn gar nicht auf? Und ich sage, nee, sorry. Wenn du mit deiner Freundin geschlafen hast, ja. Fandst du das denn anregend oder war das auch eine Aktion, dass du da erstmal in Fahrt kamst? Nee, ich fand es eigentlich schon geil, wobei das war auch so ein Punkt, sie von ihr aus hätte 3-mal am Tag gekonnt ja. und ja. wenn es nach mir ging, dann hat 1-mal die Woche auch gereicht. Ja. Da habe ich einfach so nicht so das... Du ist ja ausgezogen, heißt das, dass sie sich von dir getrennt hat? Nee, erstmal nicht. Also wir haben jetzt einfach erstmal gesagt, so ein bisschen räumliche Distanz, weil auch so mit der Wohnung so ein paar Sachen waren. Und dann haben wir gesagt, gehen wir die Themen der Reihe nach an. Wir sind also immer noch in Kontakt, haben auch vorhin noch viel telefoniert. Also, ich muss das nochmal fragen. Ja. In deinem ganzen langen Leben, in deinen 26 Jahren, ja. gab es noch keine Situation im Fernsehen, auf der Straße, irgendwo, dass du eine Frau richtig Schweine geil fandst? Nee. Noch nie? Nein. Das ich weiß auch nicht, was alle immer an Paris Hilton finden. Ich kann es dir nicht sagen. Nee, es muss ja jetzt gar nicht sowas sein. Es ist ja völlig egal, ja.
Wer es ist. Ja. Das finde ich wirklich, das habe ich noch nicht gehört so. Ja. Das habe ich noch nicht gehört. Das hat sie mir auch immer vorgeworfen. Aber du empfindest schon ein Liebesgefühl für deine Freundin. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist nur keine sexuelle Attraktion da, sagen wir es mal so. Ja, beziehungsweise nicht nur mal auf das Sexuelle bezogen, sondern auch so optisch. Völlig optisch. Du findest auch eigentlich so Frauen gar nicht so, wenn du jetzt sagen würdest, was ist eine schöne Frau, könntest du nicht beantworten. Ich habe das vorhin deinem Mitarbeiter so erklärt. Alle Männer, ich sag jetzt mal alle, haben so eine Skala von 0 bis 100%. Mhm. Also, ne, und für mich gibt's so, sag ich mal, so die unteren 10%. Da kann ich schon sagen, so, nee, sorry, geht gar nicht. Also gefällt mir überhaupt nicht. Aber die 90% darüber, das ist für mich so eine Frau. Das ist ein absolut spezifisch psychologischer Fall. Ja. Und da möchte ich dich jetzt bitte weiterleiten an meine Psychologin, an die Anja. Also du kannst mir da auch keinen Tipp geben. Da habe ich jetzt irgendwann keine Idee. Alles klar. Du legst auf, wir rufen zurück. Alles klar. Okay, alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, und jetzt begrüße ich herzlich die Zuschauer vom WDR Fernsehen. Schön, dass ihr auch da seid. Freue mich, dass ihr zugeschaltet habt. Wir sind ein bisschen verspätet und bitten, das zu entschuldigen. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer, mittwochs. Und wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch. Ich würde gerne, ich habe es gerade schon gesagt, weil wir angefangen haben schon, auch gerne mit dem einen oder anderen von euch sprechen über den Fernsehauftritt von Natascha Kampusch heute Abend im ORF beziehungsweise bei RTL. Wie habt ihr diesen Auftritt empfunden? Wie habt ihr diese junge Frau empfunden? Wie steht ihr dazu, dass sie jetzt dieses Interview schon gegeben hat? Also, wenn ihr gerne mit mir über diesen Fall sprechen wollt, unter anderem, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit der Hiltrud und Hiltrud ist 44 Jahre. Hallo Hiltrud. Ich habe den Auftritt von der Natascha gesehen und ich habe auch hinterher Stern TV gesehen. Ah ja, das wurde weiter behandelt bei Günther Jauch. Genau. Und mich hat eigentlich diese Kombination eine Sache da sehr geärgert. Also erstmal zu der Natascha muss ich sagen, also ich bewundere diese Frau sehr. Warst du auch komplett platt? Ich war unheimlich beeindruckt. Ich auch. Ich habe zwar Sorge, dass da in ein paar Wochen noch einiges nachkommen wird. Ich denke auch, dass sie noch sehr, sehr lange damit zu tun haben wird. Aber ich fand sie trotzdem total bemerkenswert. Ich habe mich auch extrem darüber gewundert, wie gut sie sich ausdrücken kann. Ja. Und dass sie auch irgendwie sozial nicht so sehr gestört zu sein scheint. Ja, genau, dass sie also alleine durch Zeitung lesen und Fernseh gucken, da doch eine große Intelligenz an intellektueller, aber auch sozialer Intelligenz entwickelt hat. Ja, und eine Stärke hat. Ja. Wie sie so über sich gesprochen hat, was dieses kleine Mädel mit 10, 11 Jahren schon sich überlegt hat damals. Ja, genau, das finde ich also schon beeindruckend. Was irritierend waren also ihre Augen, mich, ne? Was mich sehr geärgert hat, war, sie hat ja in dem Interview gesagt, auf die Frage, was sie am meisten ärgert, der Eingriff in ihre Intimsphäre, dass man die Bilder von ihrem Verlies zeigte. Mhm. Sie würde ja auch nicht bei anderen Leuten ins Schlafzimmer gucken. Mhm. Und keine 5 Minuten später wurden diese Bilder bei Stern TV gezeigt. Und das fand ich eine solche Missachtung von dieser Frau. Sehr, sehr richtig beobachtet und richtig beurteilt. Ich schließe mich dir an. Da hat die Öffentlichkeit oder die Presse in dem Fall die Frau ein Stück weit auch missbraucht. Mhm. Wenn sie das schon so klar äußert, dass sie das als Eingriff in ihre Intimsphäre empfindet, dann hat gefälligst die Presse diese Bilder nicht mehr zu zeigen. Dann hat vor allen Dingen der Sender, der es gerade hier in Deutschland, nämlich RTL, ausgestrahlt hat, hat das auch zu respektieren. Genau, und ich habe da auch gleich hingeschrieben, weil mich das wirklich sehr geärgert hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich habe irgendwie gedacht, wir sind ja die Leute, die zugucken. Wir als Zuschauer müssen einfach auch mal klar machen, wir müssen diese Bilder nicht sehen. Also Hiltrud. Wie fandest du es denn überhaupt, dass sie jetzt schon vor die Presse gegangen ist? Viel zu früh. Sehe ich auch so. Aber es war natürlich ihr Wunsch und irgendwie denke ich, es ist eine Gratwanderung. So wird es nach außen verkauft. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch großen Druck auf das Mädel ausgeübt hat. Ja, das wissen wir halt nicht, was im Hintergrund passiert. Man weiß es nicht. Ne? Ich so von meinem Grundgefühl her hätte ich auch gesagt, abwarten, bis sie sich ein bisschen gefangen hat und nicht sich gleich diesem Wahnsinn auszusetzen, des ganz großen Presseauftritts. Ich glaube, dass sehr viel Geld im Spiel ist. Ich finde das auch zu früh, aber
sie ist 18 und sie ist jahrelang bevormundet worden und irgendwo muss man da ganz vorsichtig mit umgehen, sie jetzt nicht auch noch zu bevormunden. Wenn es wirklich ihr Wunsch war, ist das natürlich zu respektieren. Ja, das Wissen, was wirklich war, wissen wir nicht. Wir wissen aber alle oder wir ahnen alle, dass da sehr viel Geld mit im Spiel ist. Sehr viel Geld und sehr viel Druck und... So, und wir wissen nicht, wie viele Leute da vielleicht auch Berater sind, die... auch andere Dinge im Kopf haben als nur das Wohlergehen des Kindes. Ich weiß es nicht, aber man kann es ja so überlegen. Ja, auch, dass sie ihr Gesicht gezeigt hat. Also ich finde da drin auch eine große Gefahr, dass sie überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen kann und da jetzt irgendwelche Spinner sich dann da auch wieder dranhängen. Also übrigens fand ich auch ausgesprochen albern bei der Fernsehsendung, dass danach dann dieser Psychologieprofessor und Körpersprachenexperte über sie gesprochen haben. Das war wie Günther Netzer und Herr Delling nach einem Fußballspiel. Ja, auch das ist wieder ein Stück weit ein Missbrauch von dieser Frau. Finde ich auch, das hätte man einfach so stehen lassen können. Ja, finde ich auch. Okay, also wir beide sind auf jeden Fall von der Frau, von Natascha, sehr beeindruckt. Ja, auf jeden Fall. Sehr. Ich habe, glaube ich, seit Jahren nicht mehr so gebannt vorm Fernseher gesessen und habe mir ein Interview angeguckt, wie heute Abend, als das Mädel gesprochen hat. Ja, also ging mir auch so. Ich war völlig beeindruckt von der Frau und ich wünsche wirklich von Herzen, dass sie das ganz, ganz gut alles hinkriegt. Mm. Das wünsche ich ihr auch von ganzem Herzen, von ganzem Herzen. Ja. Liebe Hilto, danke für deine Meinungsäußerung. Jo, bitte. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, weiter geht es mit der Katrin oder Karin. Nein, Katrin, 20 Jahre alt. Guten Morgen, Katrin. Ja, guten Morgen, hallo. Hallo, Katrin. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin schwanger im 6. Monat. Ja. Und bin auch mit meinem Partner schon 2,5 Jahre zusammen und wir wollen jetzt auch heiraten. Aber es wird ein Mädchen und die Kleine, die ist nicht von ihm, die ist von seinem ehemaligen Arbeitskollegen. Und er weiß nichts davon und... Oh, war ja. Ja. Also, dein Freund weiß davon nichts? Nein. Der Arbeitskollege weiß davon auch nichts? Doch, der weiß es. Der weiß es. Und du bist ganz sicher, dass er der Vater ist, also der Arbeitskollege? Ja, hundertprozentig. Weil wir zu der Zeit, also ungefähr 3 Wochen, keinen Sex hatten. Ja. Und, ja. Aber das kann doch dein Freund auch irgendwie zurückrechnen. Nee, weil... Er würde niemals auf die Idee kommen, dass ich sowas gemacht habe. Oder er würde noch nicht mal im Traum daran denken, Also du hast es dir so ausgerechnet, dass fast gar kein Zweifel besteht, dass der andere der Vater deines Kindes ist und nicht dein Freund. Ja. Dieser Arbeitskollege, ist das ein Freund oder nur ein Arbeitskollege? Ja, mittlerweile schon zum Freund geworden für ihn. Und das ist ja das Schlimme daran. Wie ist das denn überhaupt passiert zwischen euch beiden, dass ihr miteinander geschlafen habt? Ja, also mein Freund, der hatte ein paar Probleme auf der Arbeit und dann habe ich mir gedacht, vielleicht rede ich mal mit seinem Arbeitskollegen darüber, dass sich da vielleicht so einiges ändert und dann habe ich mich mit ihm getroffen. Dadurch, dass sich die beiden auch schon öfter außerhalb der Arbeit getroffen haben, also privat, habe ich mit ihm dann auch so, habe ich ihn kennengelernt und dann haben wir uns eben getroffen, haben darüber geredet und dann, ja, ich kann es gar nicht sagen, ich kann auch nicht sagen, warum wir nicht verhütet haben. Ich habe früher, Moment, man trifft sich mit dem Arbeitskollegen, um über irgendwelche Arbeitsprobleme zu reden. Das ist ja das eine. Man trifft sich vielleicht sogar irgendwo in einem Café. Aber wie kommt es dann, dass ihr in die Kiste gegangen seid? Ja, also es war kalt zu der Zeit. Es war kalt? Es war kalt und mein Vater, der hat einen Garten und wir sind dann eben hier vorbeigelaufen und haben gedacht, na gut, also es war nachts. Mhm. Weil die eben nachts auch allererst mal Feierabend haben, die sind im Sicherheitsgewerbe und dann sind wir eben hier rein, weil es hier wärmer ist und ja, dann ist es irgendwie dazu gekommen. Ich kann es gar nicht beschreiben, das hört sich immer so doof an, wenn ich es von anderen Leuten höre, denke ich immer, es ist so schlimm, dass es passiert ist und dann ist es auch noch ohne Verhütung passiert. Ja. Und du warst nicht betrunken, oder? Nein, überhaupt nicht. Gar nichts, voll klar und voll Bewusstsein. Ja. Und du weißt nicht, was da in dir vorgegangen ist? Nein, und ich weiß auch nicht, warum ich nicht verhütet habe. Ich kann es mir nicht, wenn ich früher sowas zum Beispiel in einer Fernsehshow gesehen habe, ich habe nicht verhütet, da habe ich mir mal einen Kopf gefasst und habe gedacht, was sind das für Frauen? Was sind das für Frauen, die müssen so kalt und jetzt habe ich es selber gemacht. Ne? Und dann ist auch noch sowas bei rausgekommen. Also, du bist, was hast du gerade gesagt mit deinem Freund, wie lange zusammen? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Mhm. Er freut sich auf das Kind? Ja, total. Du weißt es quasi schon, seitdem du schwanger bist. Da hast du es direkt zurückgerechnet und da war dir das klar.
Ja. Das heißt, du gehst ja schon viele, viele Wochen mit dieser Wahrheit durch die Welt. Was sagt denn dieser, der wahrscheinliche Vater des Kindes? Was sagt der? Das Problem an der Sache bei ihm ist, er ist vor einem halben Jahr, also genau zu der Zeit, einen Monat später, bevor das mit uns war, ist er selber Vater geworden. Mhm. Und ja, am Anfang hat er gesagt, wir schaffen das schon und man denkt dann da einfach nicht dran und... Na, was sagt er denn? Sagt er denn, welche Position hat er? Sagt er, wir müssen es offenlegen oder wir sollen es... Wir sollen es unter den Tisch kehren. Also er sagt, nicht drüber sprechen und ich kann ihm ja nicht seine Familie kaputt machen und ja. Das ist ein seltsamer Rat, ne, finde ich. Wie denkst du denn? Du denkst ja wahrscheinlich alle Varianten durch. Was ist denn dir das Nächste im Moment? Also, ich würde ihm eigentlich überhaupt nicht sagen wollen, weil ich mir denke, ich würde ihm nicht sagen wollen, weil er sich so freut und wenn ich ihn sehe, wie er auch mit meinem Bauch jetzt umgeht, jetzt wird er ja immer größer und wie er sich die Zukunft vorstellt und... Ja, aber wahrscheinlich wirst du es ihm nicht nur deshalb sagen wollen, weil du nett zu ihm sein willst, sondern weil du Angst hast. Ja, natürlich, ja. Natürlich, weil ich Angst davor habe, dass er auf einmal weg ist und Du bist aber nicht verliebt in den Vater des Kindes. Das war nur so eine Sexgeschichte. Ja, eine einmalige Sache, die 5 Minuten gedauert hat. Und dann ist es jetzt schon passiert. Aber du musst doch auch, wenn du deinem Freund gegenüber trittst, doch permanent ein schlechtes Gefühl und ein schlechtes Gewissen haben. Hatte ich am Anfang. Habe ich jetzt so seit 3-4 Monaten komischerweise nicht mehr, weil ich selber nicht mehr dran denke oder weil ich probiere, nicht mehr dran zu denken. Andererseits rufst du mich heute Abend an und wir sprechen drüber und es wird jetzt ein ganz großes Thema im Moment, in dem wir darüber sprechen. Katrin, ich rate dir in diesem Fall, und wenn das auch noch so bitter ist, zur Wahrheit. Weil ich glaube, dass du auf Dauer mit so einer Lüge nicht leben kannst und auch dem Kind gegenüber, das in diesem Fall nicht korrekt ist. Ja, das ist auch mein fast größtes Problem. Mhm. Also was mit der Kleinen dann ist, wenn sie später irgendwann mal rauskommen sollte und sie dann vor mir steht und ich sie angelogen habe und das ist ja wirklich eine Lebenslüge. Mhm. Das ist ja... Ja, wenn du schweigst, werden 100.000 Situationen in der nächsten Zeit kommen, wenn das Kind auf der Welt ist, wo du ihn dann siehst, deinen Freund, wie er sich freut und wie er seine Vaterschaft genießt. Und immer wieder wird das schlechte Gewissen da stehen neben dir. Immer wieder, auch wenn du es eine Weile vielleicht noch verdrängst, aber letztendlich ist es da. Ich finde, da hast du extrem Bockmist gebaut. Oh ja. Und dann muss man auch dann dazu stehen. Aber ich habe so eine verdammte Angst, was dann passiert. Du musst mit allem rechnen. Du musst damit rechnen, dass er dich verlässt. Ich habe auch schon Geschichten gehört, wo die Liebe so groß war, dass der Mann gesagt hat, okay, das finde ich schlimm, ich verzeihe dir das, das schaffen wir gemeinsam. Habe ich hier in der Sendung auch schon gehört. Ja. Aber das ist natürlich ich glaube, das ist ein Ausnahmefall. Du kennst ihn doch gut. Was ist er für ein Typ? Was vermutest du, wie er reagieren wird? Also er wird nicht sauer auf mich sein. Also er ist lieb und er würde nicht sauer auf mich sein. Er würde ganz enttäuscht und traurig sein und das wäre furchtbar. Das wäre das Schlimmste für ihn, was es gibt, glaube ich. Das wäre das Allerschlimmste, weil er... Und er wird dich immer fragen, warum? Warum, warum, warum? So wie ich dich gerade auch gefragt habe. Ja, und ich habe noch nicht mal einen Grund gehabt. Und du hast nicht mal einen Grund. Du kannst einfach sagen, ich weiß es nicht. Es ist halt passiert. Ich habe mich noch nicht mal in den Mann verliebt oder sonst was. Es war noch nicht mal eine Sache von Bedeutung. Die wird jetzt zu Bedeutung, aber... Weißt du, Katrin, wenn es jetzt eine Sexgeschichte gewesen wäre und du würdest mir sagen, Mensch, der ist mir völlig gleichgültig und ich habe ein schlechtes Gewissen meinem Freund gegenüber, dann würde ich noch sagen, komm, Schwamm drüber, wir verschweigen das Ganze und gut ist. Aber jetzt ist es ernster. Jetzt ist da ein neuer Mensch mit seinem Leben im Spiel. Und da finde ich, dass der Mensch auch ein Recht hat in diesem Fall. Man kann das auch nicht immer so verallgemeinern, aber in diesem Fall würde ich das schon so sagen. Ich meine, es ist deine Gewissensentscheidung. Aber du hast mich ja angerufen, um meine Meinung zu hören. Ja, genau. Und ich habe auch, ich weiß ja nicht, weil du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du in deiner Sendung schon mal von positiven, sozusagen positiven Fällen gehört hast, wo die Partnerschaft nicht auseinandergegangen ist. Vielleicht gibt es ja
Frauen, mit denen ich mich mal, ja, die, ja, so... Dasselbe erlebt haben? Ja, genau, und, die dasselbe erlebt haben. Mit denen würdest du gerne reden? Ja, mit Frauen, die es nicht gesagt haben und jetzt schon weiß ich, wie lange mit dieser Lüge leben und auch Frauen, die es erzählt haben, vielleicht, wenn es möglich wäre. Gute Idee. Also wenn ihr Frauen, Mädels, Frauen, die in so einer Situation mal waren wie Katrin und sich genau wie Katrin gerade gesagt hat, entweder für Sagen entschieden haben oder nicht für Sagen entschieden haben. Und wenn ihr gerne mit Katrin reden wollt, dann mailt uns doch bitte unter domian@rde und wir stellen den Kontakt dann zu Katrin her und dann könnt ihr untereinander die Erfahrung austauschen. Das kann spannend. Ich dir anbieten. Ich weiß jetzt nicht, was kommt, aber es ist jetzt gesagt und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass da was kommen wird. Ja. Ja? Okay, und du bist der Meinung, ich sollte es ihm sagen? Ja. Finde ich schon. Ich sage es nicht leichtfertig. Ich weiß schon, was da dran hängt, aber ich glaube, dass es auf die Dauer gesehen die richtige Lösung ist. Oh Gott. So, oh Gott. Wenn du auch noch eine Meinung vielleicht von meiner Psychologin einholen möchtest, können wir auch noch. Jede Meinung ist ja interessant für dich. Ja. Dann können wir das gerne machen. Dann musst du auflegen, ruf die Anja dich zurück, so heißt meine Psychologin. Okay. Und überhaupt, wenn Mails kommen, die werden wir an dich dann weiterleiten. Okay. Alles Gute. Ich danke dir. Alles Gute, Katrin. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf morgen. Morgen haben wir wieder eine Themennacht. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wie immer. Donnerstags und morgen heißt unser Thema Knochen. Ich möchte gerne mit euch über alles reden, was irgendwie mit der Thematik Knochen zu tun hat. Das können Krankheiten sein, das können Unfälle sein. Das kann aber auch aus dem Bereich Bestattungswesen sein, Krematorien, Pathologie. Es kann aber vielleicht auch jemand sein, der sich für diese Ausstellung Körperwelten, ihr erinnert euch, die gab es ja vor einiger Zeit überall zu sehen, vielleicht zur Verfügung gestellt hat, dass man seine Knochen ausstellt demnächst. Das heißt demnächst, irgendwann, wenn ihr tot seid. Also, das Thema rund um die Thematik Knochen, darüber wollen wir gerne morgen reden, möchte ich gerne mit euch reden. Und wenn ihr euch schon anmelden möchtet, dann macht das bitte unter domian@wdr.de. Solltet ihr im Hintergrund ein Pfeifgeräusch hören, das ist der Zug, der hier vorbeifährt, weil es heute so ein schöner, warmer Sommerabend ist, habe ich hier das Studiofenster auf, aber der Zug ist gleich raus. So, morgen Thema Knochen, heute nach wie vor offene Themennacht und hier ist die Alina. Alina ist 14 Jahre. Guten Morgen, Alina. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Und du bist noch nicht im Bett, nicht müde. Doch, im Bett liege ich schon so gesehen. Und rufst du heimlich an? Naja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Schon. Erzähl mal, weswegen du anrufst. Ich rufe an wegen meinem Ex-Freund. Also. Mhm. Naja. Was ist da los? Da ist was passiert, was ich nicht so wirklich unbedingt wollte. Da ist was passiert, was du nicht unbedingt wolltest. Habe ich das richtig verstanden? Hm. Ja. Was ist denn da passiert? Er hat mich damals gezwungen, mit sich zu schlafen. Ich habe es nicht verstanden. Er hat? Mich gezwungen, mit sich zu schlafen. Er hat dich gezwungen, mit dir zu schlafen? Mhm. Obwohl du das noch gar nicht wolltest? Richtig. Hm. Wann ist das passiert? Vor mehr als einem Jahr jetzt knapp. Vor einem Jahr schon? Mhm. Da warst du erst 13. Richtig. Würdest du schon sagen, dass er dich vergewaltigt hat? Oh. Ja, also er hat dich gezwungen zum Sex, den du nicht wolltest. Ja. Das reicht dann ja auch aus als Erklärung. Wie alt war er denn vorgesehen? 21 dann. Viel älter als du. Hm. Wie lange wart ihr vorher zusammen? 4 Monate. Hm. Wo ist das passiert? Bei ihm. Bei ihm. Und du hast gesagt, ich will das nicht, ich will das nicht? Nee, ich habe halt versucht, mich einfach ein bisschen zu wehren, weil ich wusste genau, dass ich nicht gegen ihn ankomme. Und weil du wusstest, dass du nicht gegen ihn ankommst, hat er es dann der Gewalt ausgeübt und hat es getan. Mhm. Hm.
Was ist danach, direkt danach passiert? Was hast du getan? Danach nicht. Du bist dann nach Hause gegangen? Nee, da ist ja noch eine ziemlich Vorgeschichte bei. Da ist eine Vorgeschichte bei? Ich war damals mit Tanat gut ausgeschlossen da und ausgenutzt. Und halt, dann bin ich im Endeffekt zu ihm abgehauen, nach Köln. Ah ja. Und, ja. Wer weiß denn davon, dass er das vor einem Jahr gemacht hat? Nur mein Ex-Freund, also ich hatte noch einen Freund jetzt nach ihm. Mhm. Und der wusste davon, aber sonst. Aber sonst niemand. Wo wohnst du denn im Moment? Bei deinen Eltern? Bei meiner Mutter, ja. Meine Eltern sind geschieden. Ja. Und wie ist das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter? Nicht ganz so toll. Das heißt, das kam dir noch nie so in den Sinn, deine Mutter mal einzuweihen in die ganze Geschichte? Richtig. Mhm. Ich habe ja auch damals bei der Polizei sogar eine Falschaussage gemacht. Ach, es gab sogar Kontakt mit der Polizei? Ja, ich war ja bei ihm halt. Ja. Und nach 5 Wochen halt, die haben Handyruf mit zurückverfolgt und so weiter und sind dann auf den Bruder von ihm gekommen. Mhm. Und dadurch wurde ich dann halt so gesehen in Anführungsstrichen gefunden. Ich habe das ja akustisch nicht so ganz richtig verstanden. Dadurch wurde ich dann wieder gefunden halt. Ja. Weil und, die halt und da wurde schon die Vermutung geäußert, dass da was passiert ist, oder? Ja, nur ich habe es so geäußert, dass ich es halt auch wollte. Ach so. Wie kam man denn auf die Vermutung überhaupt? Weil du so jung noch warst? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Du hast auf jeden Fall bei der Polizei dann gesagt, du wolltest das und er hätte dir keine Gewalt angetan, was aber nicht stimmt. Richtig. Mhm. Nur höre ich ja, wie du mir das erzählst, dass dir das sehr, sehr, sehr zu schaffen macht. Dass du sehr traurig bist und sehr verzweifelt, dass das passiert ist. Ich meine, ich wünsche es niemandem. Bitte? Ich wünsche es niemandem. Ja. Mhm. Ich finde das erstmal sehr mutig, Alina, dass du hier anrufst. Mann, oh Mann, du bist erst 14 Jahre alt und das ist mit 13 passiert. Und jetzt hier zu sprechen, finde ich schon sehr, sehr tapfer und sehr mutig. Und mir sagt das, wie du so sprichst, dass du sehr dringend Hilfe brauchst. Was mit dem Mann dann irgendwann mal passiert, ist jetzt erstmal eine zweite Frage. Die erste Frage ist, du musst Hilfe haben. Du musst mit jemandem sprechen, dem du vertraust. Und ich danke dir für das Vertrauen, das du mir gegenüber hast, dass du hier schon mal was gesagt hast. Aber glaub mir, wenn einem, vor allen Dingen, wenn man so jung ist und wenn einem so ein Verbrechen angetan wird, schafft man das meistens nicht alleine, da rauszukommen. Das ist eine schwere Verletzung der Seele, was der Mann mit dir gemacht hat. Deshalb möchte ich sehr gerne, dass du gleich in aller Ruhe mit meiner Psychologin sprichst. Und dann in aller Ruhe wird meine Psychologin dir Adressen sagen, wo du dich hinwenden kannst, morgen, übermorgen, wann du das möchtest. Und ich möchte dich ganz dringend bitten, das auch zu tun. Du kannst ja bei den Leuten, die wir dir jetzt geben als Anlaufstelle, kannst du ja auch erstmal anrufen, wenn du Angst hast. Am Telefon ist das ja ein bisschen leichter, als wenn man irgendwo hingeht. Aber mach es unbedingt. Du hast mir gerade gesagt, dass du hast jetzt wieder einen Freund. Gehabt, mittlerweile schon. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das deine Beziehung zu deinem letzten Freund auch sehr überschattet hat, diese Tat. Es ging eigentlich, also ich habe es nur ich ein bisschen in den Hintergrund stellen können. Aber es kommt immer wieder hoch. Ja, nur wie gesagt, halt, wir haben darüber geredet, also ich meine, ich fand es ja schon krass, dass er damit kein Problem hatte und so. Mhm. Weißt du, dieser Mann, der 21 war, hat sich eines ganz schlimmen Verbrechens schuldig gemacht. Du warst erst 13 Jahre, da gilt man noch als Kind. Und wenn man ein Kind vergewaltigt, ist das mit das Schlimmste, was man tun kann. Und wenn du auch nur ansatzweise, Alina, das Gefühl hast, dass du da auch ein bisschen schuld dran bist, sage ich dir gleich, das ist nicht der Fall. Der hat dich ausgenutzt und deine Ängste und deine Situation.
dich nämlich nicht wehren zu können. Gab es das mal, dass du überlegt hast, ich bin da irgendwie auch ein bisschen schuld dran? Ja. Mhm. Nicht nur einmal. Glaube ich. Aber da bitte ich dich, mir zu glauben, dass ich das nicht einfach so daher sage, um dir jetzt gut zuzusprechen. Das meine ich verdammt ernst und ehrlich, dass ich der Auffassung bin, du hast da null Schuld. Null. Wenn ein Kerl 20 Jahre alt ist, darf er kein Kind von 13 Jahren anfassen. Punkt. Gibt's keine Diskussion. So, liebe Alina, ich merke, dir geht das sehr, sehr ans Herz, ne? An die Substanz. Ja. Ja. Also nochmal, sehr tapfer, dass du angerufen hast. Das, sieh das mal so als ersten Schritt an. Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Anja, sehr, sehr nette junge Frau, die ruft dich gleich wieder an. Okay. Und dann bitte ich dich, in den nächsten Tagen was zu unternehmen. Das ist ganz wichtig für dich und ganz gut für dich. Ja? Mhm. Na, dann machen wir das jetzt so. Du legst bitte auf und wir rufen gleich wieder an. Okay. Liebe Alina, alles, alles Liebe und alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Jetzt geht's weiter mit Jasmin. Und Jasmin ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Jasmin. Um was geht's bei dir? Und zwar geht's darum, dass ich verheiratet bin seit 4 Jahren. Mhm. Mit meinem Ehemann schon, aber allerdings seit 9 Jahren zusammen. Mhm. Und es läuft zwischen uns gar nicht gut. Das ist allerdings schon ein paar Jahre, dass wir zu wenig miteinander sprechen, uns ziemlich aus dem Weg gehen und eigentlich körperlich überhaupt nichts mehr in unserer Beziehung läuft. Wir haben auch 2 Kinder, 1 3, das andere 3 Monate. Ja. Und vor 3 Wochen ist ein Mann in mein Leben getreten, der eigentlich alles das erfüllt, was ich mir von meinem Mann die ganze Jahre gewünscht habe. Mhm. Hast du ihn zufällig getroffen? Ja, ganz zufällig in der Disco und du warst auf einmal stand er hier. Du warst alleine unterwegs in der Disco? Ja, mit meinen Cousinen, Verwandten. Ah, ja. Und, ja. Und da war er da. Und auf einmal stand und dann da, hat es ja direkt geschnackelt. Nicht wirklich eigentlich. Also er hat mit mir geredet. Ich habe auch ziemlich viel getrunken am Abend. Mhm. Er hat gefragt, ob wir Handynummer austauschen. Normalerweise tue ich das grundsätzlich auch überhaupt gar nicht. Mhm. Verstehe ich bis jetzt auch nicht, wie er an meine Handynummer gekommen ist. Mhm. Und er hat das gemacht, hin telefoniert. Und wie sieht denn dieser Kontakt jetzt seit drei Monaten aus, den ihr miteinander habt? Es ist erst seit 3 Wochen. Seit 3 Wochen, entschuldige, ja. Also wir telefonieren eigentlich täglich, er ruft mich jeden Tag an. Wir telefonieren bestimmt 3-4 Stunden am Tag. Oh, das geht. Ja. Das kriegt dann dein Mann nicht mit. Er arbeitet sehr viel. Ja. Und selbst wenn, also ich bin jetzt nicht so, dass ich ihm irgendwas verheimlicht habe. Ich habe ihm das auch von vornherein gesagt. Hör zu, da ist jemand, der ist sehr interessiert und dass ich im Moment wirklich am Überlegen bin, ob ich den Schritt wage oder nicht. Moment, du hast es deinem Mann gesagt, da ist jemand? Genau. Ah, das ist aber mutig. Weil ich immer noch denke, also gehofft habe, dass es bei ihm so ein Warnschuss ist. Ja. Er denkt, oh doch, jetzt muss ich vielleicht doch mal was machen. Und er reagiert gar nicht besonders drauf? Nicht wirklich, nein. Also er hat nur zu mir gesagt, auch in schlechten Zeiten, wenn es mal schlecht läuft, möchte er nicht immer kämpfen müssen. Da habe ich gesagt, das Problem ist, es läuft aber immer schlecht und das sieht er nicht. Das heißt, irgendwie hast du den Eindruck, oder offensichtlich ist es sogar so, dass eure Beziehung, eure Ehe ausgedorrt ist. Ja, also das war es eigentlich schon vor der Ehe. Also mir hätte, glaube ich, gar nicht heiraten dürfen. Es war wirklich damals die große Liebe. Ja. Also wir sind auch sehr, sehr jung zusammengekommen und haben 1,5 Jahre aufeinander gewartet. Und das war alles super toll, aber es hielt nur 3 Monate an und nach den 3 Monaten war es immer so, ja. Ist es auch so richtig kalt zwischen uns. Bisher der erste und einzige Mann, den du hattest? Nee. Doch. Also vorher gab es dann doch schon mal jemanden. Ja, natürlich, ja. Naja, also du warst ja schon sehr jung und ja. So viel. Mhm. Interessant ist ja, dass er gar nicht darauf, dass ihn das offensichtlich völlig kalt lässt, ja, dass da jemand ist. Was mir natürlich auch wiederum zeigt, dass der auch überhaupt nicht mehr interessiert ist eigentlich an dir und an der Ehe. Sonst wird man doch wibbelig und man fragt und hat Angst, man kriegt Panik oder man bemüht sich irgendwas. Also ich habe ihm auch gesagt, ja, hör zu, also letzte Woche hat der andere mich sehr, sehr schick zum Essen eingeladen. Mhm. Also war auch total neu für mich. Und habe ihm auch gesagt, ja, das und das und wir gehen da essen, aber
kam auch nichts, weil ich erzähle das extra, dass er noch die Möglichkeit hat zu sagen, nee, ich möchte nicht, dass du da hingehst. Oder unglaublich. Ich möchte nicht, dass du telefonierst mit ihm oder so. Hattest du denn mit diesem neuen Mann, den du kennengelernt hast, gab es da schon erotische Sachen, nee, Sex? Gar nichts. Also er ist auch total fertig, weil ich ihn total abblitzen lasse. Er kennt die Situation, also als Erzählungen von mir und von anderen, wie das so zwischen uns läuft. Und er versteht es gar nicht. Und vor kurzem habe ich so gemeint, vorgestern war das, dass ich den Kontakt lieber abbrechen möchte, weil ich ihn nicht irgendwie unnötig verletze wird, weil ich so doof bin und eigentlich immer wieder zu meinem Mann zurückgehe. Ja. Aber auf jeden Fall beeindruckt dich dieser neue Mann, weil das ist wie ein Jungbrunnen. Alles ist anders und neu und er ist zuvorkommend und er macht Dinge, die dein Mann überhaupt nicht macht. Ja, Was ist dein Gefühl für deinen Mann noch? Eigentlich habe ich die Hoffnung nie aufgegeben, aber rein vom Verständnis her müsste ich sagen, es ist schon lange vorbei. Hm. Wirklich. Aber irgendwie den letzten Schritt zu sagen, gut, jetzt ist es wirklich endgültig, das schaffe ich noch nicht. Ich glaube auch, es ist lange vorbei. Ja. So wie du den Fall schilderst, ist es verdammt lange schon vorbei. Er sagt er liebt mich, er würde gern mehr tun, aber er kann es nicht, er kann über seinen Schatten nicht sprechen. Wie alt ist er, so wie du? 25. 25. Also ihr seid ja dann wirklich dann super jung zusammengekommen. Ja, also er ist 16 und ich 17. Ja. Da ist halt noch die Gemeinsamkeit der vielen Jahre, die einen natürlich zusammenschweißt, die vielen Erinnerungen, die man hat. Und die Kinder, nicht zu vergessen, die Kinder. In der letzten Zeit kaum Sex, sagst du, habt ihr gehabt? Und ja, also das ist schon seit Jahren, also ganz normal, so einmal im Monat oder so. Und 0815. Genau, so. Ja. Also es kann auch mal etwas länger dauern, was eher selten ist, aber... Wie kam es dann, war das bewusst, dass ihr ein zweites Kind bekamt? War das eigentlich nicht geplant. Also wir hätten auf unsere erste Tochter 5 Jahre warten müssen. Am ersten Tag war es klar, wir wollen ein Kind und es hat einfach nie geklappt. Mhm. Und dann haben wir auch gedacht, nach dem ersten Kind, das wird so schnell bestimmt nicht mehr passieren und... Dann ist es doch passiert. Ja. Jasmin, ich finde, das Allerklügste wäre für euch, wenn ihr eine redliche Trennung hinbekämt, dass ihr in einem guten Kontakt steht wegen der Kinder und dass ihr aber eure Leben auseinander dividiert. Denn das, was du schilderst, klingt wirklich frustrierend, gelangweilt und du bist eine junge Frau von 26 Jahren. So willst du ja nicht in Rente gehen mit dem Gefühl, was du jetzt hast. Ich rede mir wirklich tagtäglich den Mund fußlig und ich weiß nicht, was man noch sagen soll, weil meine Freundin hat auch gesagt, du sagst schon, was du von ihm wartest, was du willst, aber es kommt trotzdem nichts. Und das geht auch schon so lange? Also das geht bestimmt ungefähr schon 8 Jahre. Jasmin, da ist der Fall eigentlich sonnenklar. Ja, normalerweise schon, das sagt mir auch jeder, ich weiß es selber, aber irgendwie noch... Es fehlt vielleicht noch irgend so ein kleiner Kick. Vielleicht ist dieses Gespräch ein kleines Mosaiksteinchen weiter dazu, dass du irgendwann die Entscheidung treffen wirst. Die Fakten sind völlig klar. Du musst aus der Ehe raus. Weil ich sag's auch, der andere Mann, also wo ich dem vor 2 Tagen gesagt habe, ich möchte den Kontakt jetzt erstmal nicht mehr, weil ich selber da total verwirrt bin. Und der fing an zu heulen, also das hätte ich gar nicht erwartet, weil wir kennen uns noch nicht so lange. Ich meinte, du bist meine große Liebe und am liebsten würde sich vor den Zug schmeißen. Ich sag, jetzt hör doch auf mit so einem Blödsinn und... Ja, aber auch ganz abgesehen von diesem neuen Kontakt, egal ob dieser neue Kontakt funktioniert oder nicht funktioniert, da die Ehe nicht funktioniert, ist der allererste Schritt eine ordentliche Trennung von euch beiden. Und da muss man weiter gucken, was dann... Ich habe auch vor 3 Monaten bin ich zum Anwalt, habe gesagt, ich möchte ein Trennungsjahr, weil er immer gesagt hat, solange er nicht auszieht, kann ja nichts passieren, auf gut Deutsch gesagt. Und dann hat der Anwalt gesagt, doch, das geht, man muss sich von Tisch und Bett trennen. Und habe ich auch gedacht, das wäre irgendwie so ein kleiner Anstoß, dass man sagt, oh, jetzt bin ich vielleicht doch zu weit gegangen oder müsste mich mal ändern, aber nichts. Also, ich sag's auch, letztes Jahr war das selbe Problem schon mal, da habe ich auch eine Affäre angefangen. Die hat 5 Wochen gedauert, das wusste er dann auch. Und hat mich vor die Wahl gestellt, er oder die Affäre. Ich habe mich für ihn entschieden. Ach, da hat er noch gesagt, entweder der oder ich. Genau. Da war er noch aktiver. Jetzt im Moment ist er schon gar nicht mehr aktiv. Das ist ja so, da habe ich mich dann für ihn entschieden und es hielt genau eine Woche lang an. Ja. Da hat er sich auch wirklich ins Zeug hängt und nach der Woche... Jasmin, es ist alles klar. Von außen gesehen finde ich, es ist alles klar. Du musst jetzt für dich halt, für deine Gefühle und für dein Herz den richtigen Zeitpunkt finden, wie du das machst und dass du dich entscheidest.
Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dafür. Ja. Und das ist natürlich, wenn man so lange zusammen war, und ist das immer eine schwierige Zeit. Aber vielleicht ist es dann auch eine Erleichterung, wenn endlich mal die klaren Verhältnisse geschaffen sind. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. So, jetzt geht es weiter mit Wiebke. Mit Wiebke ist 31 Jahre alt. Guten Morgen, Wiebke. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, hallo, guten Morgen. Weswegen rufst du mich an? Ja, bei mir geht es halt darum, und zwar leide ich unter einer extrem starken Körperbehaarung. Mhm. Und das belastet mich schon sehr. Ne? Beschreib es mir mal, damit ich mir das vorstellen kann. Überall? An den Armen, an den Beinen und im Gesicht. Ne? Dunkle Haare? Ja, dunkle Haare. Gesicht heißt, du hast einen Damenbart? Ja, also nicht nur Damenbart, das geht auch weiter bis zum Kinn. Also am Kinn sind auch noch Haare. Ja. Und halt auch ein Damenbart. Ne? Und ich muss mir das halt auch jeden Tag abrasieren, weil man das sonst sieht. Ne? Ja. Also ich finde es halt sehr schrecklich. Ne? Also sehr stark an den Beinen, sehr stark an den Armen. Wie, ja. Ist es auf dem Rücken und auf dem Bauch auch? Nee, also auf dem Bauch ein bisschen. Ja. Ein paar Haare und auf dem Rücken gar nicht. Ne? Mhm, Aber ja, es reicht ja auch schon. Ne? Also, ja. Du rasierst dich jeden Tag wie ein Mann? Ja, gut, also wie ein Mann. Ich mache das mit einem Nassrasierer. Ne? Also ja. Mit einem Nassrasierer. Ja. Und an den Beinen halt ganz normal mit einem, ja, Lady Shave oder, ja. So. Aber der Bartwuchs im Gesicht, also der Bartwuchs ist so stark, dass du es schon jeden Tag machen musst. Ja, auf jeden Fall. Weil es wächst schon nach einem Tag nach. Also wenn ich jetzt morgens das rasiere und dann einen Tag warte, dann ist das morgen, also am nächsten Morgen wieder so. Ne? Mhm. Und man merkt auch die Stoppeln, wenn man da so rüberfühlt, merkt man die Stoppeln und das ist schon halt sehr unangenehm. Hast du eine Partnerschaft im Moment? Ja, ich habe eine Partnerschaft, ja. Und wie geht dein Mann damit um? Wie empfindet er das? Also der geht da eigentlich ganz gut mit um. Also er empfindet das als nicht so schlimm. Mhm. Und er sagt auch mal so aus Spaß, so ja, rasier dich mal wieder und so. Also er nimmt das total locker oder so. Also das, dennoch ist es für dich ein großes Problem. Ja, also total. Und du schämst dich wahrscheinlich rauszugehen oder im Sommer ins Freibad zu gehen. Ja, das sowieso, ne? Also wenn ich jetzt im Sommer, dann muss ich mich halt schon total rasieren und um überhaupt einen Rock anziehen zu können. Und also für mich ist das nicht sehr schön. Nun bin ich dermatologisch da nicht so auf dem Laufenden. Was die Barthaare anbelangt, kann man das nicht irgendwie weglasern, die Wurzeln? Geht das nicht irgendwie? Doch, ich habe mich da schon mal erkundigt und zwar gibt es da so eine dauerhafte Haarentfernung. Mhm. Also zum Beispiel, wir haben bei uns in der Stadt so ein Laserzentrum. Ja. Und wir haben auch so Kosmetikerinnen, die machen das, glaube ich. Ja. Aber ich weiß nicht genau, wie teuer das ist. Ist, glaube ich, auch sehr kostspielig. Ne? Das könnte ich mir gut vorstellen, ja, dass das sehr viel Geld kostet. Mhm. Gut, genau. Aber da vielleicht erstmal erkundigen, wie viel das kostet. Also, ja, ich denke mal, im Gesicht wird es nicht allzu teuer werden. Also da kommt das wohl so, ich weiß es nicht genau. Wobei das Gesicht ja vielleicht das Wichtigste erstmal ist. 500 Euro, ja, das Gesicht ist das Wichtigste erstmal. Ne? Und ich weiß nicht, im Moment sind ja alle Krankenkassen knauserig, aber wenn man eine sehr große psychische Belastung nachweisen kann, ich weiß es nicht, musst du dich mal erkundigen. Vielleicht gibt es da ja sogar einen Zuschuss, dass du da irgendetwas vielleicht noch rausholen kannst aus der Kasse. Das glaube ich aber ja eigentlich kaum, weil ich glaube, die Krankenkassen bezahlen das, glaube ich, nicht. Ich vermute es auch fast, aber oder so, dass, ich glaube nicht, dass sie das bezahlen. Ne? Wie sind denn deine Erfahrungen so in der Vergangenheit? Haben Männer darauf auch schon sehr abweisend und barsch reagiert? Also bisher nicht so, weil ich bin jetzt auch schon ziemlich lange mit meinem Freund zusammen und dieser starke Haarwuchs ist ja erst so seit 2 bis 3 Jahren ungefähr. Ach so, das kam nicht direkt nach der Pubertät. Nee, erst war das normal, sag ich jetzt mal. Also da hatte ich das nicht so ganz so schlimm, auch nicht im Gesicht so schlimm. Und das kam erst wirklich vor 2, 3 Jahren so richtig doll. Ne? Und ist das zurückzuführen auf eine hormonelle Störung? Ja, wahrscheinlich. Also ich habe auch schon mal einen Test gemacht, also so einen Bluttest. Mhm. Und da haben sie dann so ein PCO-Syndrom rausgefunden. Ne? Was heißt das? Das heißt polyzystische Ovarien. Und das heißt auch, dass man dann keine Kinder kriegen kann, dass man vermehrt Haarwuchs hat und dass man halt seine Regel auch nicht bekommt. Und die kriege ich auch nicht. Ne? Ah ja. Und
Das ist dann schon echt ein Problem, ne? Also. Aber du bist im Moment nicht so direkt in ärztlicher Behandlung und Beratung, das nicht? Nee, deswegen jetzt nicht, nee. Mhm. Nee. Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Sich rundherum da mal beraten zu lassen, ja, was man tun kann, wie gefährlich das ist und ob man medikamentös das machen kann. Ja, also und so weiter. Der Arzt hat mir schon mal die Pille verschrieben, aber dadurch ist mir total schlecht geworden und er sagte auch mit der Pille, das wird erst dann nach einem Jahr oder so, wenn man die Pille ein Jahr nimmt, wird das dann erst besser, ne? Also ich würde gerne jetzt auch nochmal das große Wissen meiner Zuschauer anzapfen. Wenn jetzt jemand zugehört hat, der so ein Problem vielleicht mal hatte oder sogar hat wie du, ja, Wiebke, das wäre doch interessant, wenn die Person, das ist ja deine Frau, wenn die uns schreiben würde oder mailen würde und dann könntet ihr beide euch mal in Verbindung setzen und es gibt einen Informationsaustausch. Ja, das wäre doch toll, ja. Das könnte ich dir anbieten, ja, weil da sicher manch eine Information dann kommt, mit der man gar nicht so gerechnet hat und was man gar nicht so weiß. Was man da so machen kann, ne? Genau, also, ja. Also ich biete es dir sehr gerne an, domian@wdr.de, Stichwort Wiebke, Damenbehaarung, ne, sagen wir mal so als Stichwort. Ja, ja. Und ich hoffe, dass da gute Sachen kommen und dann reichen wir es gerne an dir weiter. Ja. Ja, da danke ich dir dafür. Ja, und können dir vielleicht ein bisschen helfen. Das würde mich sehr freuen. Ja, würde mich auch freuen. Liebe Wiebke, alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Knochen. Ich möchte gerne mit euch sprechen rundherum um die Thematik Knochen. Ich habe es vorhin schon gesagt, das kann Stichwort Krankheiten, Unfälle, das kann auch sein, verbunden mit dem Stichwort Tod, Bestatter, Pathologe, vielleicht irgendwelche Friedhofsgeschichten, die euch widerfahren sind. Oder vielleicht habt ihr euren Körper, eure Knochen bereitgestellt für die Ausstellung Körperwelten, für so etwas. Wer weiß es. Also, Stichwort Knochen, das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, meldet uns oder ruft morgen an. Ab 0 Uhr, wie immer, sind wir hier geschaltet, sind die Leitungen geschaltet und natürlich könnt ihr während der Sendung auch anrufen. Hier ist Johannes und Johannes ist wie alt? Hallo Johannes. Ja, hallo, servus, Domian. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 32. Ja, ja. Hallo, hallo Johannes. Um was geht's? Hallo. Es freut mich, dass ich jetzt durchgekommen bin bei euch. Ich habe jetzt gerade eine Mail geschrieben, wegen der Natascha Kampus jetzt, wo ja, ich noch was sagen. Ja. Und zwar, ich bin ja von Österreich. Ich höre es, ja. Und ich bin von der Steiermark und ich habe das jetzt dann im österreichischen Fernsehen verfolgt. Ja. Und das geht mir jetzt dann darum, und zwar, es war nämlich früher vor einer halben Stunde eine Anruferin, die eben gesagt hat, im deutschen Fernsehen war das irgendwie total schlimm dargestellt mit dem Verlies danach noch und so. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe das nur im ORF dann verfolgt. Und das war ganz seriös, muss ich sagen. Das war wie? Und seriös. Seriös, ja. Ja. Und es war so, dass sehr lange die Diskussion war, eben ob sie jetzt der Mund kommt oder nicht. Ja. Und nun ist sie eben nicht vom Mund gekommen und jetzt hat sie auch darauf bestanden, dass der ORF das überträgt, weil eben er nicht verlangt hat dafür. Weil andere Sender haben, ich weiß nicht, wie viel da Honorar verlangt worden ist oder so. Also du findest, dass das so gut gehandelt worden ist, wie es jetzt abgelaufen ist? Ja, also ich finde, dass das wirklich sehr seriös und sehr bedacht angegangen. Also ich muss mal zur Ehrenrettung von Günther Jauch sagen, dass ich die Sendung von Günther Jauch auch absolut seriös fand. Ich schließe mich nur der Kritik der Anruferin vorhin auch an, man hätte dann nicht in der Sendung nur gerade ihr Verlies nochmal zeigen müssen, wo Natascha es vorher gerade gesagt hat, sie möchte nicht, dass das gezeigt wird. Das war die Kritik vorhin meiner Anruferin. Ja, eben. Und da möchte ich jetzt dann anschließen, und zwar, dass eben im ORF das jetzt nicht mehr gezeigt wird, sondern eben, da war dann ein runder Tisch eben mit dem ganzen Betreuerteam von der Natascha Kampusch. Ja. Und ich habe das total seriös gefunden und
das ganze Interview war wirklich sehr bedacht und ja, das Interview fand ich auch völlig in Ordnung. Ja. Völlig in Ordnung. Ja, dann freue ich mich, dass du noch durchgekommen bist, Johannes, und ja, deine Meinung hast sagen können. Und wir wünschen gemeinsam der Natascha alles Gute. Ja, ich und, auch, ja. Ja, und dass der Medienrummel mal ein bisschen nachlässt, dass sie auch ein normales Leben das anfangen kann. Auch, sie will ja, einen Schulabschluss machen und mal auf Reisen gehen, hat sie gesagt, ja, dass sie all das tun kann und dass sie allmählich etwas vergessen kann, das was hinter ihr ist. Auch, ja, ja. Und ich finde auch sehr, sehr mutig von ihr, dass sie jetzt da vor der Presse getreten ist. Einfach. Ja, sie war so selbstbewusst und so stark, das hat mich schon sehr beeindruckt. Ja. Lieber Johannes, die Sendung ist vorbei. Schöne Grüße nach Österreich, okay, und Dankeschön. Dir alles Gute. Auf Wiederhören. Danke, wieder. Tschüss. In der Technik war Volker Tarke. Morgen, wie gesagt, mit unserer Themensendung Knochen. Um 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und sage Tschüss. Bis morgen.